Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Dü. Und ja, wir sind heute in einer ganz späten Aufnahme. Ne? Ja, zwei kleine Sachen. In den letzten beiden Folgen hattet ihr keinen In-Games, beziehungsweise keinen Windows Media Player Sound. So kann man das halt am besten. Ja, ich benutze Windows Media Player, ja, juhu. Nein, ihr hattet halt auf jeden Fall keine Musik im Hintergrund als musikalische Untermalung. Das lag einfach daran, weil ich gerade noch ein bisschen am Herumexperimentieren bin, was denn so das Beste, für die Aufnahme im Allgemeinen halt ist. Und, wie soll ich sagen, ich werde auch jetzt hier nochmal den Sound ein bisschen runterstellen. Ich kann damit nicht arbeiten, muss ich sagen. Ist einfach zu laut. Es ist auf meinen Kopfhörern viel zu laut. Da muss ich mir definitiv für Fiesta Online definitiv noch irgendwas einfallen lassen. Jedenfalls mit anderen Kopfhörern aufnehmen. Das wird jetzt vermutlich, für mich ist das jetzt, ich habe jetzt Musik laufen bei mir auf den Kopfhörern. Für euch ist das vermutlich, keine Ahnung, kaum zu hören, gar nicht zu hören. Aber für, keine Ahnung, ich kann damit nicht arbeiten. Das dröhnt einfach viel zu sehr. Das ist halt, ich höre schon ganz gerne meine Stimme ein Stück weit, wenn ich denn dann halt aufnehme. Und wenn die Musik zu laut ist, ich höre meine Stimme einfach nicht. Und das ist dann mega irritierend. Und teilweise ist die Musik ja auch noch etwas, ja, wie soll man sagen, etwas anders halt auf jeden Fall. Etwas anders im Sinne von der Lautstärke. Man kann das auf jeden Fall nochmal anpassen. Habe ich bisher allerdings noch nicht gemacht, weil ich ein fauler Sack bin. Aber, naja, es ist halt auf jeden Fall so, dass ich mir da bezüglich der Musik nochmal was einfallen lasse. Also mögliche Optionen sind halt auf jeden Fall, dass ich halt sage, okay, gut, ich spiele Musik extern ein. Ne? Das heißt, ich mache irgendwie randommäßig, füge ich irgendwelche Videos, beziehungsweise irgendwelche MP3-Dateien dann halt später dann halt noch ein beim Video selbst, um das mit der Lautstärke hinzubekommen. Oder ich steige halt irgendwie auf irgendwie Kopfhörer um oder sowas in die Richtung. Ich habe ja ein normales Standmikrofon, habe ich ja sowieso schon, sonst wäre die Aufnahmequalität der Stimme vermutlich nicht ganz so stark. Und so ist das halt. Die Frage ist jetzt die, was wollten wir jetzt eigentlich hier in Eldarin? Ich bin natürlich total verplant, weil ich gerade hier wirklich dieses Audio-Problem noch ein bisschen gelöst haben wollte. Ansonsten, wie gesagt, ihr hattet auch in der letzten Folge, hattet ihr ja, Moment. Ja, okay. Ich wollte eigentlich zu dem Speermeister Daikit und mir da ein paar Skills abholen. Die Frage ist, bekommen wir jetzt, gab es da irgendwie auch so einen Spezialskill noch immer? Werden wir sehen, muss ich mal schauen. Gucken wir mal, da gab es irgendwie so eine Quest immer noch, aber das werden wir mal sehen, wie wir das am besten machen. Okay, hier Löw 21, den können wir kaufen, Mehrfachschuss, wunderbar. Der hier ist auch noch nicht, Giftpfeil, hat sich denn sonst noch irgendwas verändert? Nebel der Natur, was war denn das hier? Zusätzlicher Schaden, 40 Giftschaden. Achso, das war die AOE, ne? Ja, genau. Akro-Level. Oh, jetzt habe ich meine Ruhm schon verballert. Ja, gut. Schnelligkeit der Natur, okay. Zähigkeit der Natur. Achso, der Buff halt, ne? Das müsste der Buff sein, glaube ich. Und da sind wir auch schon dabei, das erste Mal was zum Einzustellen hier. Bedeutet, wir werden uns jetzt mal noch eine... Moment, wie war denn das jetzt? Wie könnte man denn noch eine Shortcut-Leiste machen eigentlich? Shortcut-Leiste hinzufügen. Oh. So. Ist ja einfach. Ist ja relativ einfach. So, das heißt, wir werden das einfach mal hier so irgendwie an diese Seite schieben, denke ich mal. Kann man das irgendwie an die Seite schieben? Zack. Zack. Oh, das ist ja okay. So, da müssen wir mal schauen, dass wir dann die Tränke und die Pots irgendwie mal nochmal auf eine extra Funktion legen. Ja, das kann man so machen. Warte mal. Oh, fuck, jetzt ist das Reittier weg. Manu, Reittier weg. So, Moment, ich brauche noch einen kleinen Moment. Moment. So, jetzt brauche ich erstmal nochmal das Reittier wieder zurück. Genau, so ist es. So, dann habe ich hier unten, habe ich auf jeden Fall dann etwas mehr Platz dafür. Ich lege den Hammer mal noch ein bisschen weiter weg. Aufsammeln könnten wir eigentlich auch mal auf einen Shortcut noch legen. Könnten wir eigentlich jetzt derweil schon mal gleich mal noch machen. Habe ich denn irgendwelche Shortcuts, die ich ungern benutze? Ich schau mal ganz einfach, Moment. Können wir uns eigentlich auch schon mal dran gewöhnen? Moment. So, das heißt, wir sind dann bei den Shortcuts einstellen, Quickslot. Müsste dann die zweite Leiste sein. Wir bleiben halt einfach bei der zweiten Leiste. Okay, das müssten dann die hinteren beiden sein.
Das hier war grüßen. Ich dann einen Shortcut haben oder sowas in die Richtung dafür? Gute Frage, ne? Können wir halt alles auf die Maus legen, aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ah, nee, eins habe ich jetzt nicht belegt. Muss überlegen immer, was ich denn belegt habe und was nicht unbedingt. Deswegen ist das immer ein bisschen schwierig. Moment, Moment, Moment. Aber kriegen wir gleich hin. Kriegen wir gleich hin. So, also wir machen, tauschen das hier nochmal. Genau. Dann ist der, das ist die 8. Ne? Genau, dann machen wir das hier mal so. Zack. 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 So, das ist jetzt meine Mausbelegung halt, ne? Also das liegt jetzt alles auf der Maus. Gucken, ob wir damit hinkommen. Weiß nicht, vielleicht mache ich dann später noch eine AOE da drauf oder sowas in die Richtung. Keine Ahnung, weiß ich jetzt noch nicht. Ach genau, Quatsch, Bullshit. Ich wollte hier noch, ist er hier irgendwie belegt? Er ist Expeditionsgruppe, ne? Brauche ich aber eigentlich nicht unbedingt System. Ja, das brauche ich hier nicht unbedingt. Boah, was nehmen wir da am besten? Irgendwas, was wir nicht gebrauchen. Gibt es das hier? Ja, gut, für mehr was. Boah. Automatisch laufen haben wir jetzt nicht zugewiesen. Ja, okay, gut. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Genau, ich wollte nämlich, das war nämlich, ich glaube, ich habe das von Iron, habe ich das mittlerweile so übernommen. Nämlich das hier auf R und dann passt das halt. Ja, Entschuldigung, auf jeden Fall, wie gesagt, das gehörte mit dazu. Damit haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal eine Grundeinstellung. Wie gesagt, auf 1 haben wir den Auto-Attack liegen. Und ich habe jetzt bisher auch noch nicht, genau, ich habe noch nicht die Fähigkeiten geskillt. Ziel der Natur, bla bla, hast du nicht gesehen. So, also das wäre jetzt im Grunde genommen unsere. Wobei ich eigentlich den hier auf der. Oh, fuck, jetzt habe ich den schon wieder weg. Den hätte ich eigentlich ganz gerne, aber doch. Das ist so behindert. So, das ist der Buff, der halt eigentlich immer drin sein sollte. Wie lange läuft der jetzt, der Buff? So. Achso, nee, das ist nicht der Buff. Das ist der Buff hier. Genau. Steigende Ausweichchance, okay. Gut. So, dann bräuchte ich, müsste ich jetzt eigentlich hier immer den hier drücken. Das ist immer behindert etwas. Mache ich den jetzt auf die 1 drauf? Hat den Satz immer auf die Zahlen, glaube ich, gemacht gehabt. Oder mache ich den jetzt doch hier drüben hin? Aber wir können das auch umtauschen, ne? Dass wir sagen, okay, gut, wir spielen wirklich mit der Maus, ne? Ja. Da hätten den jetzt hier zumindest auf der 1 erstmal drauf, ne? Das klingt erstmal ganz gut. Ich denke, das werden wir auch so machen. So, so viel dazu erstmal, ne? So, hatten wir jetzt noch irgendwie. Ich glaube, wie gesagt, das eine, was wir gekauft haben, das war der Schutz der Natur, ne? Den haben wir jetzt für Ruhm gekauft. Ich glaube, es war so, dass man den, glaube ich, auch mit einer Quest machen konnte, wenn ich mich nicht irre. Ja? Okay, so, wir haben. Ja, wir könnten jetzt natürlich sagen, wir gehen. Ah, wo gehen wir am besten hin? Nebelwald, wir gucken einfach mal, was, ob man im Nebelwald irgendwas haben. Weiß jetzt nicht genau, wie ich jetzt hier am besten fortfahren sollte. Hier im Gebiet wäre einiges. Hier haben wir auch noch eins, zwei Rattenmenschen, ja, gut. Brauchen wir aber auch nicht unbedingt mehr, oder? Kann man die abgeben oder aufgeben? So, jetzt natürlich die Frage, wie kommen wir denn dorthin? Eldarin? Wo ist der Nebelwaldeingang davon von Eldarin? Ja, Entschuldigung, ich mache die Folge heute ein bisschen länger. Weil ich bisher wirklich so das Gefühl habe, dass ich bisher nur rumfaile und. Ja. So, Moment, Moment. Eingeschlossenes Gefängnis. Wo geht's denn hier zum Nebel? Hier ist Nebelwald. Okay, gut. So. Immer mit der Ruhe erstmal. So, wir haben nichts mehr hier im Inventar, was wir benutzen können. Sortiert ist auch alles. Und was haben wir denn noch? Wir brauchen auf jeden Fall. Brauchen wir denn noch? Erstmal nichts mehr, glaube ich. Eben. Müsste soweit erstmal alles passen. Ja, ich weiß selber noch nicht ganz genau, wie ich jetzt weiter questen soll aktuell. Wir sind jetzt momentan in so einem Zwischenlevel mit Level 20. Wir könnten natürlich Turm gehen. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob wir das irgendwie schon. Das haben wir nicht mal, glaube ich, Monster, oder? Ah, doch, haben wir. Oh. Ah.
Ja, ich mache erstmal hier die Questen hier draußen. Ne? Klingt jetzt blöd. Ist aber so. Ganz einfach. So. So, zack. Ah ja, genau. Richtig. Jetzt kann ich. Ah ja, jetzt kann ich auch wieder normal aufheben. Das ist auch in Ordnung. So. Wobei wir eigentlich auch die Skills erstmal nochmal ein bisschen umlegen können. Warte mal, hier, das können wir. Ja, ich weiß jetzt, diese Folge, das ist wirklich ein bisschen so eine Folge, wo man halt. So, das wären im Grunde genommen unsere. Oh, jetzt ist der Skill auch schon wieder weg. Was für ein Bullshit. Zack. Zack, was hat denn hier einen höheren Cooldown? 7 Sekunden. Das heißt, der hier wäre auf jeden Fall schneller wieder ready. Also, er hat von den beiden hier einen kürzeren Cooldown. Die sind beide gleich. Der eine macht mehr Schaden. Hier, machen wir den hier nach vorne. Okay. Gut, das hat nämlich den Effekt. Jetzt kann ich nämlich sagen. Oh, Eiertrudeln. Eiertrudeln hat angefangen. Oh, oha. Oha. Ob das noch voll wird? Nachts um 5? Ja, komm. Komm, da können wir uns mal einschreiben. Teilnehmen. Wie gesagt, vielleicht bekommen wir da irgendwie was Cooles raus. Teilnahme an Kingdom Quest ist auf jeden Fall erfolgreich. Ja, ich habe momentan ein bisschen sturmfrei. Deswegen kann ich momentan auch ein bisschen mehr aufnehmen und bin auch deswegen so lange wach. Ich habe es ganz, ganz lange aufgeschoben, die Folge irgendwie aufzunehmen. Und naja, gut. Aber irgendwie brauchen wir die Monster hier gar nicht. Das irgendwie ist das wirklich gerade zum Mäusemelken. Doch, kleiner Echsenmann, die brauchen wir. Ha! Ich spiele halt momentan gar nicht mit der AOE, ne? Das ist halt auch behindert. Hier, Smarter Fino können wir noch gebrauchen. Ja gut, aber viel pullen kannst du halt auch nicht, ne? Aber wobei, scheiß drauf. Komm, wir pullen! Yay! Aoi! Okay. Ja, und noch funktioniert das halt nicht mit dem Pullen. Das ist irgendwie so eine Sache für sich. Ja, eigentlich, ja, ist halt die Frage, ne? Ich meine, gut, machst du schon gut Schaden, ne? Aber, naja. Gut. Okay, gut, so ein Apfel wäre natürlich nicht schlecht, ne? Aber irgendwie, Was hätte man jetzt noch eigentlich? Wir bräuchten jetzt noch Brockel, Zone und Grabräuber und irgendwie, was brauchen wir noch? 6 kleine Echsenmann. Okay. Ja, da sind auf jeden Fall. Ah, dort hinten sind welche. Okay. Ich habe keinen Mana mehr. Okay, gut. Mana ist wieder da. Das ist doch gut. So. Zack. Und einmal AOE bitte. Und Tap. Ja, eigentlich müsste ich eigentlich viel mehr zusammenpullen, oder? Oh, ich bin mir unsicher. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was besser ist. Oh, da ist Julian. Guten Tag oder guten Morgen oder was auch immer. Wie auch immer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. 5 Uhr morgens, geh schlafen. ich darf das. Ich darf das, so ist das. Moment, ich darf das. Gut. Was brauchen wir als nächstes? Gucken wir mal. Kleiner Echsenmann. Gut. Ich halt wieder zusätzlich mehr Erfahrung. Juhu. So, zack. Und nur noch das. So, was brauchen wir noch? Und komm, wir hauen einfach nochmal noch eine AOE drauf. Weiß ich jetzt nicht, ob wir was brauchen oder nicht. Ah, hier im Proxion brauchen wir noch 2 Stück davon. Siehste, passt doch. Echsenmänner sind fertig mittlerweile. Und noch einmal von diesen Grabräuber könnte man vielleicht noch welche gebrauchen. Ah, ne, wobei die Höhlentränke, sind die mit am Start? Ah, gut, ja, irgendwie schon. Hier kann man schön noch nebenbei looten, das ist auch alles gut. Okay. Ja? Achso, ich muss das Target auch anwählen, sonst klappt das nicht. Wir gucken mal nochmal auf die Karte. Wir haben jetzt noch einmal die Nummer 4, Smarter Fino und Mare Elite. Ja, komm, die nehmen wir mal noch mit. Ich wusste gar nicht, dass hier hinten was das Ganze noch voll steht. War eigentlich alles in Bucht der Gier damals noch gewesen, wenn ich mich noch recht entsinnen kann. Da gab es das. Gibt es das hier schon immer? Komisch.
Das Mordorfino haben wir, aber Mara Elite fehlt uns. Kann sein, dass Mara Elite hier zum Beispiel gar nicht mit dabei ist. Das könnte natürlich sein, durchaus. Genau, richtig, ja, okay, gut. Mara Elite ist hier nicht, ist natürlich dann in der Bucht der Gier. Monster standen auch hier im Nebelwald, wurde relativ wenig auf jeden Fall verändert. Wir können nochmal schauen, was wir denn jetzt eigentlich so richtig abgeben können. Belohnung, nehmen wir mal das. Handel akzeptieren. Hä, was hat er denn? Achso, ja, eine Hose. Okay, vielen Dank. Dankeschön. Danke. So. Ich muss mir auf jeden Fall angewöhnen, das muss man wirklich sagen in diesem Spiel. Das ist wirklich prädestiniert für dieses Spiel. Ja, da ist es schon wieder, ne? Dieses XD, ne? Meine Freundin, die hat mich darauf hingewiesen, dass das wirklich, das ist wirklich so ein Smiley. Ich habe mir den mittlerweile abgewöhnt. Ich habe das früher, habe ich den auch immer öfter benutzt. Aber das ist wirklich so ein typischer Smiley für Fiesta Online XD. Yeah. Ist echt so. Das mag man kaum glauben, aber man erlebt diesen Smiley in anderen Spielen definitiv nicht. Oder wenn dann ganz selten auf jeden Fall. Egal. Das ist ja unglaublich. Achso, ja. Ach ja, genau. Ja. Dachte mein Meister kümmert sich um die Ausrüstung. Moment. Der Schutzdinge. Okay. Gut, stimmt, ich müsste eigentlich wirklich mal. Das habe ich. Aber es ging ja bisher auch die ganze Zeit. Also das war ja bisher kein Problem gewesen. Oh hier. Ist er hier drin bei Eiertrudeln? Hier, achso, ja, warte mal. Ist er noch irgendwo in der Nähe? Ja, hier ist er noch in der Nähe, okay. Geh mal Eier trudeln. So. Achso, okay, gut. So, ja, das ist natürlich kein Problem. Meister einladen. Da, ich dachte, das wäre schon... Okay. So, genau, ich wollte auf jeden Fall ein paar Questen abgeben. So ist es richtig noch, da die Zeit können wir uns jetzt hier noch nehmen. Weil gerade dabei eigentlich auch schon... Nämlich das. So viel haben wir auch wieder diese Folge irgendwie nicht geschafft, ne? Wer ist das? Vielleicht auch. Ich bin nur immer noch andere Spiele gewöhnt. Hat sich. Jetzt wollte ich auch schon wieder XD schreiben. So ein Scheiß, so ein Müll. Oh, Alter. Achso, hieß mein Mage. Du hast meinen Namen geklaut, Mann. Jetzt rennt er hier auch rum. Braucht die eigentlich gar nicht mehr. Ich renne, warte mal, ich muss. Ja, ich bin gerade vollkommen verwirrt hier. Tut mir leid, es ist halt auch schon 5 Uhr morgens. Sollte auch nicht mehr allzu viele Folgen machen. Ein paar müssen es wahrscheinlich noch sein, tut mir leid. Was hat er denn jetzt hier schon wieder? Leimangriff. Ja gut, nehme ich halt auch erstmal, was auch immer das ist. Also halt eine normale Karte halt, das weiß ich natürlich. Und ja, wir nehmen die einfach mal. Jo, danke. Achso, nehmt den Titel. Ach genau, stimmt. Stimmt, da gab's ja, genau, da war ja gar nicht so mega bad. Genau, da gab's ja auch noch Titel, genau, richtig. Warte mal, muss ich erstmal... Recht kommen hier. Genau, Titeln Leben im Wald. Stimmt, den hatte ich ja sogar schon gemacht gehabt. Habe ich die Karte jetzt aktiviert? Wie hieß er denn? Krieger von Ruhm, Leben im Wald. Oh, wie hieß denn der? Fiesta Anfänger, Krieger von Ruhm. War das Krieger von Ruhm? Ja, genau, das war Krieger von Ruhm. Alles klar. Okay. Achso, da kriegen wir hier auf jeden Fall schon mal gute, volle Palette. Ich könnte auf jeden Fall noch ein bisschen was skillen, schon mal. Komm, wir machen mal das hier mal voll. Geht schon. Was haben wir noch am Start? Nichts mehr eigentlich momentan, ne? Gut, die 6. Was sind die 6? Achso, hier die Proxzone. Aber, haben wir hier noch zwei Questen, die wir erstmal noch abgeben müssen. Moment. Nehmen wir die Elderrollen erstmal. Jo, hab ich. Achso, ja, danke. Okay, zack.
Okay, so. Was haben wir noch am Start? Smartofino. Okay, dann haben wir jetzt hier. Genau, wir bräuchten nochmal die Brockzone auf jeden Fall. Ah ja, danke. Muss mir echt mal langsam mit der Gruppe auf jeden Fall mal angewöhnen. Brockzone. Da haben wir Brockzone. Zack. Ja, wie gesagt, wenn er. Scheinbar hat er ganz viel Langeweile. Ich weiß es jetzt nicht, keine Ahnung. Hat sich scheinbar einen extra Char hochgespielt auf mein Level. Der Julian. Und ja gut, kann er ja machen grundsätzlich. Wenn es dann halt natürlich vom Level passt, wie ich werde das auf jeden Fall so handhaben. Ich möchte wieder in das Spiel auf jeden Fall reinkommen. Momentan sind das immer nur so stückchenweise Aufnahmen. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich irgendwie noch nicht richtig drin bin im Spiel. Obwohl ich ja, eigentlich nicht unbedingt mega schlecht bin im Spiel, aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, dass ich ein bisschen rumfaile. So, Eiertrudelns, achso, Anmeldung hat begonnen, aber es sind noch nicht genügend Leute, ne? Sind bei 16 Leuten, okay, gut, ist so. Was haben wir noch am Start? Ja, Pilz, ja gut, ja. Ich habe übrigens, genau, das habe ich auch noch gemacht, ich habe ein bisschen umgestellt, nämlich, ja, die Auflösung. Das war irgendwie immer ein bisschen ein kleines Problem gewesen, aber naja, gut. Ich werde jetzt mal hier die Folge auf jeden Fall mal beenden. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach mal in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.